Hey Leute und willkommen zurück zu Jedi Academy. Beim letzten Mal haben wir die Gleitermission beendet und sind in diese Mission eingetaucht, will ich sagen. Und es stellen sich uns ein paar Problemchen in den Weg aktuell im Zuge dessen, wie es denn nun weitergehen soll. Und ich habe festgestellt, da unten ist böse. So, hier geht's runter, aber ich will eigentlich gar nicht runter. Was? Warum schmeiße ich mein Laserschwert, wenn ich auch einfach zuschlagen könnte? So, ich speichere nochmal, denn speichern ist wichtig. Komme ich irgendwie da hoch? Ich meine, wo es runter geht, muss es doch auch hochgehen. Ja, hier geht's hoch. Sehr schön. Nee. Hallo, Freunde! Also hier würde es dann auch wieder runtergehen. Und hier geht's weiter hoch. Sehr schön. Oh, kommst du mit? Ja, er winkt sogar. So ein bisschen zumindest. Raketenmunition. Ich hab doch gar keine Raketen. Ihr Witzbolde, ich hab doch gar keine Raketen. Wofür ist das hier? Um zu wissen, in welche Richtung man guckt. Ja, denn hier ist das Kommunikationsgelöt. Ja, Ach so. Ach so. Ich verstehe. Ich verstehe, was das hier wird. Okay, das macht Schaden. Ist nicht so gut. Können wir uns ein wenig heilen. So, und ich kann jetzt ihre Kommunikation abschneiden. Sehr schön. Hey! Bleib doch mal da, wo du hingehörst. Tschüss. Nee. Es ist mir nicht gerade. Es ist mir den Aufwand gerade nicht wert. Nein, nicht zurückspringen. Oh, ich habe gerade schon so einen leichten Schrecken bekommen. Starte einen weiteren Anflug. Tu das. Ah ja, er läuft automatisch zurück, das ist gut. So, Kommunikationsanlage kaputt. Platziere das nächste Signal am Generator, damit wir diese Turbolaser ausschalten können. Ah. Okay. Ja, da war ich ja nun auch schon mal. Da weiß ich auch, wie ich hinkomme. Oh, das war unklug. Komm wieder hoch. Danke. Welche Richtung war das nochmal? War das da? Ne, da war das, ne? Oder war das hier drunter? Ne, hier drunter war das nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Da nicht. Da war das. Ja, da war das. Super. Gehen wir da mal hin. Da hinten läuft so ein kleiner Stormtrooper lang. Ich würde sagen, wir sagen mal Hallo. Tschüss. Also, wir sagen nicht Hallo, sondern Tschüss. Hätte mir auch von vornherein klar sein können. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ne, Moment, das war falsch. Ha! Huh. Das war sogar so falsch, dass ich dafür gestorben bin. Für meine Dummheit. Okay. Ich muss hier runter irgendwo. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ich muss jetzt herausfinden, wo. Nein, da nicht.
Das ist jetzt alles ein wenig kurios. Hör mal. Nicht mit mir, ne? Und so. Ich bin gerade zu blöd, um mir zu merken, wo ich hin muss. Oh, noch einer von meinen Freunden. Tschüss. Okay. Schauen wir mal. Ich hatte hier hinten irgendwo eine Anlage. Die ging voll tief runter. Das hier ist es. Ist es das? Das kann sein. Ich glaube, es war das hier. Mensch, habe ich es jetzt tatsächlich mal gefunden? Das wäre ja sehr kurios. Das machst du gut, Jaden. Ich weiß. Ich bin so ein richtiger Profi, ne? So ein richtiger Profi bin ich. Schön. Eins noch übrig. Eins noch. Okay, und auf einmal sind wir wieder hier oben. Oder was? Das ist das größte Ziel. Okay. Speichern. Hallo. Dankeschön. Nee, hier ist weg. Warum spawne ich auf der Seite, auf der ich ewig laufen muss? Kann man mich nicht einfach auf die andere Seite stellen? Spieleentwickler, bitte. Oder war das zu nah? Na gut, das kann natürlich. Ich bin die Putzkraft. Ist alles ziemlich dreckig hier, ziemlich grau. Ich wollte auch nochmal neue Tapeten anbringen. Beachtet mich gar nicht. Oh, hi. Stirb, Jedi. Und tschüss. Okay. Ich mag euch alle nicht. Ich hoffe, ihr seid euch dessen bewusst. Ah ja, hier ist das Gerät. Hier ist der Gerät. So. Speichern. Haha, du Narr. Ich hänge dich ab. So. Ich würde sagen, einmal komplett hier rum, weil wir müssen ja jetzt hier die magische Kommandozentrale mit magischen Mitteln magisch kaputt machen oder so. Wäre es nicht schlau, wenn jede Plattform eine Verbindung zur Kommandozentrale hat? Nein. Nein. Also jetzt einfach mal so rein. Logisch, nicht spieledesigntechnisch. Einfach mal so rein von der Logik her. Aber hier war ich doch auch schon. Ach, hier ist jetzt auf einmal noch ein Sith. Aber ich mache es mir jetzt halt insofern einfach, als dass alle anderen weg sind. Oh, und ich habe ihm noch die Hand abgepackt. Im Nachhinein. Bin aber schon so ein Fieser. So, hier und hier. Und jetzt will ich natürlich hier raus. Wäre ganz gut. Und flup, flup, flup. Bombe, Bombe. Slow Motion. Explosion. Und zurück zum Schiff. Glaube ich. Jaden, eine Reihe von Truppen ist auf dem Weg zu den Tanks, um sie zu sabotieren. Halte sie auf, sonst war unsere Mission vergebens. Verstanden, General. Okay. Ist doch noch nicht vorbei. So, zu den Tanks. Gertruder-Tanks. Habe ich jetzt auch mit sehr wenig Überzeugung gesagt. Gertruder-Tanks. Now. So, und ich glaube, weil ich langweilig bin, sie wollen zusammen den Ausblick genießen. Sein Kumpel interessiert das gar nicht. Der hat sich gedacht, ich mag Sonnenuntergänge eh nicht. Ich sehe hier einen. Der ist zwar eigentlich unsichtbar, aber ich sehe ihn, weil ich cool bin. Weg mit dir. Du Schandmaul. Ich komme aber auch mit kreativen Beleidigungen hier um die Ecke.
Da bin ich ja schon so ein bisschen stolz auf mich, ne? Oh, also da bin ich aber schon also, ziemlich stolz. Ja, ja, ja. So, entschärft. Das sind echt die billigsten Bomben des ganzen Universums. Wo man einfach nur so einen Stecker hochzieht und auf einmal sind die entschärft. Warum benutzt man diese Bomben überhaupt? Oh, ein einsamer Mensch ist hier noch, der sich den Sonnenuntergang angucken wollte. Also wahrscheinlich ist gar kein Sonnenuntergang, aber es sieht halt einfach nach ständigem Sonnenuntergang. Wo ist eigentlich die Sonne? Ich weiß, es ist relativ wolkig, aber sollte hier nicht in der Theorie irgendwo eine Sonne sein? Wäre zumindest gut. Hier war ich schon. Ich kann ja nochmal speichern. Speichern schadet nie. So, hüpfe die Hüpf, Hüpf. Hüpfe die Hüpf, Hüpf. Ha. Das war ja elegant. Wie viele noch? Die restlichen Bomben. Wie viele denn noch den Rest? Danke für die Aussage. Hey. Oh. Ich finde das nicht fair. Nein, eigentlich nicht. Von wo auch immer da noch was fliegt. Nett, dass du gewartet hast. Das macht mir meinen Job einfacher. Zurück zum Schiff. Okay. Also, get to the ship. Okay, kriegen wir hin. Wenn ich jetzt wüsste, wo unser Schiff war. Das habe ich nämlich tatsächlich vergessen. Also eigentlich nicht, aber ich habe die Orientierung so gerade so ein bisschen verloren. Wo ist das große längliche Gebäude? Da. Da ist dann... Okay. Da hinten. Also wenn wir da in das mit dem orangenen Streifen oben am Dach... Wenn wir da hingehen, sollten wir eigentlich da sein, wo wir hinwollen. In der Theorie. In meiner Theorie. Das sieht schon cool aus, oder? Muss man mal so ernsthaft sagen. Also, auch für das Alter. Sieht nett aus. Oh, ist... Die ganzen schönen TIE Fighter. Oh, hi. Und? Oh, noch mehr Truppen. Hallo. Die haben zugemacht. Wie unfair. Danke. Gute Arbeit, Jaden. Luke hatte recht mit dir. Die ja. Republik schickt Truppen, um die Plattform zu verteidigen. Super. Dank dir können die Hinterbliebenen die Jünger Ragnus nicht sofort mit Nachschub versorgen. Super. Jaden, ich hörte, dass ein paar der Jünger Ragnus auf Dagobah sind. Sie haben auch dort die Energie der dunklen Seite der Macht aus der Höhle entzogen. Okay. Okay, wir haben noch zwei Sachen. Der Gangsterboss auf Coruscant und Kultuntersuchung auf Dorsun. Dann auf nach Coruscant, der Gangsterboss. Wir haben anonyme Informationen erhalten, dass eine große Zahl Killer-Druiden den Schwarzmarkt förmlich überflutet haben. Diese Druiden wurden schon vor ein paar Jahren verbannt und offiziell produziert sie keine Firma mehr. Lannik Rakto, ein unbedeutender Verbrecher auf Coruscant, wird verdächtigt, diese neuen Druiden zu fertigen. Nimm Rakto gefangen, damit wir herausfinden, wo seine Fabrik liegt. Hey Jaden, du solltest das selbst problemlos schaffen. So kleine Ganoven wie Recto lassen sich gewöhnlich durch ein Lichtschwert abschrecken. Und wie immer ist es nicht so einfach. Düb, düb, dö. Okay, was möchte ich haben? Macht Schutz. Oh ja, das ist doch nett. Okay. Dann Waffen, Schnellfeuergewehr, Disruptor, Thermaldetonator. Jo, und los geht das. Coruscant. Sehr hübsch. Also eigentlich nicht, aber naja. Ich glaube, die Luft ist schlecht in Coruscant. Will ich mal so behaupten. Doch, das ist hübsch. Doch, das ist hübsch. Ja, doch. Habe ich Unrecht getan. Glaubst du, du kannst hier reinstolpern und mich festnehmen, Jedi? Ja. Nein? Ha.
Das war nicht nett. Nein, nein, nein. Das war ganz und gar nicht nett. Also da könnte ich zum Beispiel hin. Das würde mir alles nichts bringen. Jo, dann hüppen wir mal hier rüber, würde ich sagen. Oha, ich habe fast schon gedacht, ich falle da wegen einer unsichtbaren Wand runter. So, weg mit euch. Ciao, tschüss. Wo geht's hier? Ach, muss ich hier rüber? Wofür kann man speichern? Ne, wofür kann man speichern? Okay, nur hier rauf? Nee, das sieht doch auch so aus, als wenn ich darüber soll. Jetzt ist er gar nicht gesprungen. Er ist schon wieder nicht gesprungen. Springt man heutzutage nicht mehr? Ist das nicht mehr in Mode? Danke. Der Jedi von heute springt nicht mehr. Er gleitet. Oder was? Oh. Batman, wir brauchen dich! Ich glaube, er antwortet nicht. Oh, ein Mond. Ist es Vollmond? Nein, es ist nicht Vollmond. Nee, bei weitem nicht. Es ist eher gar kein Mond als Vollmond. So wenig Mond ist da. Tschüss. Sollte ich auf die Seite hier? Ich glaube nicht. Das hier sieht ein bisschen... Ach, da drüber. Ich muss ja gerade so ein bisschen, mitdenken. Auch die Frage habe ich schon zu oft doof beantwortet. Ich bin der Jedi, der euch töten wird. Seien wir doch heute mal einfach ehrlich. Oh, Thermaldetonator. Frage, ehrliche Antwort. Oder, nee, ich habe ja auch geantwortet. Was? Wie? Wo? Was war das denn? Hey. Bau keinen Scheiß. So. Du blöder Detonator werfender Freak. So, Heilung. Schutz. Schutz. Danke. So, und Heilung packe ich ein. Hä? Ich bin schon wieder verwirrt, wo ich hin soll. Das ist doch alles nicht gut. Oh, ich kann gar keinen Machtsprung mehr machen, weil ich keine Macht mehr habe. Das ist nicht gut. Wenn man keine Macht mehr hatte, dann... Was geht denn mit dir falsch? Oh. Oh. Okay, man muss echt aufpassen mit Richtungsanweisungen und an Wänden springen. Das kann böse enden. Das kann sehr böse enden. So, das hier ist die falsche Seite, denn hier steht wieder nur, hier wird wieder nur nach Batman gefordert und im Endeffekt, ha, sie ruft nach Batman und sie kriegen nur Robin. Aha, aha. Aha. Es tut mir leid für die Leute, die den nicht verstanden haben. Ich heiße Robin. Ja, ich weiß, der war unterirdisch. Oh Mann. So, dieses Mal machen wir das ein bisschen anders. So, und das bringt mir auch nicht viel, ne? Thank you.
verstehe gerade nicht, was der hier mit mir anstellen will. Aber ist okay. Okay. Ich glaube, der hält einfach nur viel aus. Oder ist das einer von den Gegnern, die man nicht töten kann? Das kommt ja häufiger mal vor, dass es Gegner gibt, die man einfach nicht töten kann. Wir probieren das einfach mal aus. Oh, die Folge ist schon wieder zu Ende eigentlich. Hä? Ist der unsterblich? Wie blöd. Der scheint unsterblich zu sein. Ja gut, dann halt nicht. Okay, Leute, aber das war's auch mit dem Part. Ich würde sagen, ich töte nochmal ganz kurz die hier gerade auf mich schießen. Oh, da hinten sind noch mehr. Okay, dann machen wir das anders. So, speichern. Okay, Leute, dann war's das an dieser Stelle. Genau an dieser Stelle war's das mit diesem Part von Jedi Academy. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich doch wissen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal zu besagtem Jedi Academy. Bis dann.